Corinna 14, Markus 15, das erste Mal traf, dachte sie nur, wow, ist der scharf. Und fragte gleich in ihrer Clique, ob ihn jemand kenne. Von wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nenne. Then a day later in school, dann einen Tag später in der Schule, sah sie ihn, während sie quasi ihn observierte. Und ob das Hoppen-Up werden würde, wird sich zeigen, als er die 9a betrat. Und wie der Zufall spielte, kannte Corinna Steffi aus derselben Klasse. Steffi kannte Stefan. Und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet. Na toll, doch wie kommen Corinna und Markus jetzt zusammen? Sie entscheidet sich für das Partyprogramm. Nach zwei Wochen Planung wurde langsam klar. Corinna macht eine Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi lädt sie ein. Der Höhepunkt des Samstages bringt sein Bein. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht ihn aus. Corinna und ihr Vater bringen Markus ins Krankenhaus. Eine Viertelstunde Fahrt reichte zum Verlieben. Und so stand nach drei Tagen auf Markus Gips geschrieben: Willst du mit mir gehen? War pünktlich um 8 bei seiner Arbeit und war bereit für seinen Auftrag. Der Chef rief ihn rein, sagte Sitz und Carsten saß. Herr Bölz war fett, ein Halbplatz mit dem Auge aus Glas. Er behandelte Carsten sehr schlecht, verstand nie, was er wollte. Carsten hingegen machte immer, was er sollte. Der Chef erzählte ihm von der Kundin, von wegen der Emanze. Carsten war das groß, denn er sah sie als Chance. Hinein in die Freiheit und weg vom Chef. Claudia hingegen war einsam. Sie sah gut aus, doch sie wusste es nicht. Sie ging kaum raus und sie sah nie das Licht. Sie brauchte einen Partner, der sie führte. Er musste nicht schön nur für sie da sein, sodass sie ihn spürte. Durch einen Freund kam sie zu Carstens Agentur. Er mochte sie gleich, als sie ihm durch die Haare fuhr und dachte: Wow, was für eine Frau. Die drei Punkte auf ihrem Arm kannte er genau. Er wedelte mit dem Schwanz, sie nahm ihn an die Leine und frug: Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Doch Meister E, der aufstand, nahm mehr einen Schluck Pilz. Gestern Nacht bis 8 durchgemacht, viel gelacht, doch noch mehr gezecht. Was nicht jetzt recht, es geht ihm schlecht. Denn er war wie im Kung Fu Schaukampf ohne Körperkontakt und das schon über ein Jahr. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist rar. Die Britta war auch nicht fitter, sie saß alleine auf ihrem Sofa und litt da. Denn sie war einsam seit 3 Jahren und 5 Monaten und ihre Knochen moderten, weil sie sich nie regte. Und wenn, dann regte sie sich auf, war ihr Bier alle, Alter. Ach du Scheiße, Bier leer. Bier her, Bier her. Doch es ist keiner da, der es hier bringt. Da muss sie wohl selber gehen zum Laden an der Ecke. Doch ist man so müde wie sie, ist das eine große Schrecke. Für Britta jedoch ist nicht schlimmer als eine Stunde ohne. Na dann muss ich wohl los. Nur 2 Sekunden später denkt doch Peter: Ja, dann muss ich wohl los. Und sie gehen, so müde wie sie sind, sehen sie beide aus. Sie haben mehr Ränder als Augen, man mag es kaum glauben. Doch während Peter nach dem Bier griff, griff auch Britta. Als sie sich berührten, durchfuhr sie ein Gewitter. Für ihn war sie das, wonach er sich sehnte. Und er fragte sie müde, bis sie ihn angähnte: Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Da 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 da.